Am 14. Juni ist es wieder soweit. Die 6. Ausgabe der Ore Classic lockt wieder Zeugen der Automobilgeschichte in unsere Region. Zur Vorbereitung der Rallye trafen sich die Organisatoren mit Wolmirstedts Bürgermeister Stichnode, um zu besprechen, wie man am besten die schönen alten Autos möglichst vielen Zuschauern zeigen kann. In diesem Jahr hat man sich auf folgende Streckenführung geeinigt. Start ist um 9 Uhr in Barleben. Die Fahrzeuge fahren dann über Ebendorf nach Meizendorf, das an diesem Tag seine Jubiläumsfeierlichkeiten hat. Gegen 9.15 Uhr werden die ersten Fahrzeuge in Wolmirstedt erwartet. Hier gibt es die erste Zwischenprüfung, doch dazu später mehr. Der Weg führt dann in Richtung Süden mit Sondergenehmigung auf der Dammkrone des Mittellandkanales bis hin zum Magdeburger Zoo. Hier ist die zweite Zwischenprüfung. Dann weiter nach Magdeburg-Buckau zum Abtshof, der sein 90. Betriebsjubiläum feiert. Und dann zurück nach Barleben. Hier endet die Rundfahrt mit einer Schauvorführung, so wie wir das von früheren Veranstaltungen her kennen. Zurück in den Beratungsraum im Rathaus Wolmirstedt, denn der Weg durch die Stadt wird erstmalig durch die ansonsten für den Autoverkehr gesperrte Fußgängerzone führen. Ich kann für unsere Stadt ja nichts Besseres erwirken, wenn solche Events dafür genutzt werden oder solche Events genutzt werden, um sie auch durch unsere Stadt zu führen und die Fußgängerzone. Es geht immer um das Thema Innenstadtbelebung. Das heißt, ich muss auch Belebung in die Innenstadt reinholen. Dafür müssen wir alle mal sorgen. Die Bereitschaft der Organisatoren ist da. Also wird auch die Verwaltung die entsprechenden Möglichkeiten schaffen. Die geplante Zwischenprüfung wird ein paar Minuten in Anspruch nehmen und so kann es Gelegenheit geben, sich die Oldtimer aus nächster Nähe anzusehen. Und da gibt es einiges zu bestaunen. Also wir haben in diesem Jahr auf jeden Fall wieder einige Highlights dabei, unter anderem den schönsten Sportwagen des Ostens, also einen Wartburg 313 Sport, dann einen Rennwagen des Ostens, den Melkus, der ist auf jeden Fall mit dabei. Ansonsten noch viele weitere alte Fahrzeuge, aber der älteste ist Baujahr 1928 und dann eben über die gesamte Bandbreite bis 1980. Die Ore Classic hat zum Ziel, die Region deutschlandweit bekannt zu machen. Und genau so sind die Aufgaben, die es während der Rallye zu lösen gilt, angelegt. Bei den Fragen legen wir besonders darauf Wert, dass man das Handy bzw. das Internet nicht nutzen kann, sondern dass die Leute spontan ihre Fragen beantworten müssen. Das heißt also, ihr Gedächtnis und ihre Kenntnisse von unserer Heimat benutzen. Wenn Sie also durch Ortschaften fahren, sollten Sie schon mal nach links und rechts schauen. Es kann durchaus sein, dass dazu eine Frage gestellt wird. Die Ore Classic wird von einer ganzen Reihe von regionalen Unternehmen unterstützt. Sie ist ein einmaliges Marketinginstrument, um regionalen Tourismus anzukurbeln. Die Veranstalter haben Orts-TV 3 solche gestickten Kappen zur Verfügung gestellt. Bitte bewerben Sie sich unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Das Los entscheidet. Dann können Sie mit etwas Glück zünftig bemützt die 6. Ore Classic bewundern.